Da kommt schon die Kranken. Ah! Was haben die Krankenwägen mit. Ah! 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 Was haben die Krankenwägen immer mit mir? Gosha Garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Make a city run my home. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FA mit mir, den Racer, und euch, den Zuschauer. Ja, wir sind wieder im deutschen Setting. Jetzt fragt euch vielleicht, wie kommt das? Ja, der Racer doch jetzt schon seit Wochen kein deutsches Setting mehr gebracht. Es lag ursprünglich daran, dass zwei GTA-Ordner auf einmal einfach viel zu aufwendig sind zu managen. Aber ich habe jetzt einen Trick. Und deswegen habe ich nur einen GTA-Ordner quasi und kann trotzdem bei der Settings laden. Daher, dass es wahrscheinlich den wenigsten interessiert, werde ich das jetzt nicht weiter erzählen oder nicht weiter drauf eingehen. Sondern wir spielen einfach. Wir haben jetzt hier eine Menge neuer Autos. Alle sind nicht mehr in der Beschreibung verlinkt. Die sind alle auf Top-Mods zu finden. Das ist aber in der Beschreibung verlinkt. Genauso wie die Sirene, den Skin und sonst noch irgendwas. Wir haben Suspected Meth Lab. Okay, wir steigen mal ein. Ich sehe gerade übrigens hinten, da sind so voll geile Hunde drin. Kann man die von innen sehen? Nö, okay, die sind hinten. Ja. Wir haben jetzt auch wieder deutsches Setting hier in Los Santos. Ich habe natürlich auch das Wetter auf wolkig gesetzt, weil wir sind in Deutschland und nicht in Los Angeles. Ich werde das jetzt immer so machen, ich werde mich täglich abwechseln zwischen USA und Deutschland, weil ich finde beide geil. Danke, du Arsch. Den drehen wir nochmal um. Also wir fahren mal in leise Anfahrt hier rein, ne? Und ihr habt euch das alles gewünscht, habt gesagt so, ja, wo bleibt Deutschland? Ich möchte Deutschland, 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 Deutschland. Dachte ich mir so, ja komm, setzt du dich nochmal dran, machst du nochmal einen Ordner dafür. Ich saß durch irgendwie 2-3 Stunden da, hab ein paar Sachen rausgesucht, hab mir die besten Sachen rausgesucht. Und jetzt müsste alles ersetzt sein. Und da ist es schon. Und ja, ich hoffe, dass ihr das jetzt mögt und nicht so wie der Flüchtling. Warte mal. Ja, ich weiß natürlich immer noch nicht, wie ich da überhaupt vorgehe jetzt. Elektroschocker haben sie ja in Deutschland nicht. Also nehmen wir eine Pistole. Oh Gott, sie haben Messer. Gehen sie auf den Boden. Gehen sie bitte auf den Boden. Oh Gott. Ich muss mein Dingsel wegmachen. So. Ich werde beschossen. Wir brauchen Unterstützung. Okay. Die hat aufgehört, dem Messer. Okay. Wir bleiben bei Deckung, bis die Kollegen eingetroffen sind. Ach, guck mal, okay, die schießen schon. Wir nehmen natürlich unsere Glock. Ich weiß gar nicht. Da. Komm. Nicht mich umfahren. Aber ich glaube, der ist schon. Der ist tot, oder? Ist er tot? Ja, der ist tot, okay. Da brauchen wir jetzt einen Krankenwagen, beziehungsweise einen Rettungswagen. Na, scheiße. Ja, okay, gut, solange inspizieren wir mal. Achso, warte mal, was ich noch machen wollte. Da bloß die Karre nicht immer despawnt, ja, ist mir jetzt aufgefallen, hat der Trainer eine wunderschöne Funktion drin. Die nennt sich hier Saved Vehicle. So. Ist das nämlich auch unser Auto, ja? Dann despawnt die Scheiße nicht ständig. Sollte zwar eigentlich auch bei LSPFA dabei sein, aber irgendwie doch nicht so wirklich. Oder zumindest, wenn ich in ein anderes Auto einsteige, wird das automatisch unser Standardauto von LSPFA her gesehen. Und das ist ein bisschen blöd, wenn man eine Karre umparken möchte oder so. Und deswegen haben wir jetzt einfach die Karre. So, jetzt durchsuchen wir mal das Wohnmobil. Ob wir hier irgendwas finden. 12 Grams of Cocaine. 12 Gramm von Kokain. Okay. Und hier, was haben wir an der Beifahrerseite? Irgendwas im Fußraum vielleicht? Hm? A busted up mailbox. Busted up, zerstört. Zerstört, keine Ahnung. Tow Truck. Müssen wir auf jeden Fall abschleppen. Auch hier wegen den Einschusslöchern müssen wir alle inspizieren. Lassen Sie mich durch. Danke. Und unsere Karre, hat die was abbekommen? Na gut, abbekommen hat sie auf jeden Fall was. Oh, sogar unseren Hunden wurde reingeschossen. Hoffentlich leben die noch. Ach, guck mal, hier ist sogar Werbung drauf. Nice, ne? Wenn ihr euch bei der Polizei bewerben wollt. Kann man die Website sehen? Ich weiß es nicht. Huch. Okay, wir dürfen einmal reparieren. Oh. Ja, okay. Habe ich dann nochmal gesaved. Wir fixen einmal. So. Okay, der wird abgeschleppt.
Wir machen Sirene aus. So, oh, ganz wichtig noch, was ich eigentlich machen. Wobei, nee, das machen wir dann, mach ich einmal lauter. Wenn ich jetzt Ingame lauter mache, vergesse ich das später und dann haben wir mittendrin irgendwie einen lauten Ingame-Sound. Das muss ja auch nicht sein. Ja, hier sieht man noch. Also, Polizeimotorrad habe ich nicht ersetzt, weil das könnte zu Crashes führen. Aber sonst ist alles ersetzt. Ne, stimmt nicht mal. Helikopter ist auch noch nicht ersetzt. Aber kommt noch, ja. Helikopter kommt auf jeden Fall noch. Ob ich den SLK, also ob ich den Riot Van ersetze, weiß ich nicht. Oh, hoch, ich fahre viel zu weit. Sollen wir das vielleicht so machen, dass wir mit dem deutschen Setting spielen, ich strikt nach Verkehrsregeln fahre? Also auch in Ampeln halte und so. Sollen wir das machen? Schreibt's mal rein, ob wir das machen sollen. Ich finde, das hätte irgendwie was. Wenn wir das so machen. Im amerikanischen Setting fahren wir so wie immer. Und im deutschen Setting fahren wir so wie im deutschen Setting halt. Homicide. Mord. Wir responden. Textile City. Lass uns nämlich durch. Okay, das ist da hinten. Wir müssen ein bisschen vorsichtig vorgehen. Okay. Wie machen wir das jetzt? Nehmen Sie die Waffe runter. Nehmen Sie die Waffe. Gehen Sie nach oben. Gehen Sie nach oben. Hände nach. Gehen Sie nach oben, Junge. Wieso fahren? Oh. Nein, nicht über. Nein. Suspekt. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Ah! Steigen Sie aus dem Bus aus. Ich trete Ihnen ins Gesicht. Komm, steig aus. Ey, gehen Sie auf den Boden. Sie haben zwei unserer Leute überfahren. Und mich. Oder zumindest einen überfahren. Egal, sie gehen auf den Boden, sie sind festgenommen. Festgenommen, ich hole für sie einen Transporter, sonst nehmen sie dann mit. Und hier, der Herr, den haben sie getötet. Sehen Sie sich an, wenn sie überfahren haben, ja, für den brauchen wir auf jeden Fall einen, einen Krankenwagen. Hier, EMS-Unit, mein Gott. Ich war gerade ein bisschen confused. Oh, ich ging natürlich auf die Seite. Oh, guck mal, der macht hier sogar die Tür. Ja, okay, gut. Ich sag nichts. Ja, guck mal, sehen Sie sich das an, was Sie hier, was der Herr Busfahrer da gemacht hat. Ich glaube, wir müssen eben kurz die Straßen sperren. So. Und dann kommt der Krankenwagen. Also eigentlich müsste ich die Notärzte auch ersetzt haben. Ja, habe ich. Perfekt. Notarzt ist auch ersetzt. Alles ersetzt. Auch Feuerwehrmann und Feuerwehr und whatever. Das heißt, wir spielen mit einem kompletten deutschen GTA. Nicht so wie das letzte Mal, wo wir so halb deutsch, halb amerikanisch hatten. Und hier ist sogar ein BMW, ja. Guck mal, passt perfekt. So, den Bus schleppen wir ab. Der Bus kommt mit. Den Bus schleppen wir ab. Okay, der Bus wird später abgeholt. Ich glaube, der ist zu groß. Können wir jetzt nicht so einfach abschleppen. So, hier, Emergency Signals. Okay, wir können die Roads nicht closen oder wieder öffnen. Egal. So, ich fahre hier durch, ja. Erstmal richtig asozial, wir nehmen. Zu asozial kommt morgen was. Aber mehr sage ich dazu nicht. Ein bisschen was angeteasert schon. Habe ich aber auch heute aufgenommen. Lustigerweise habe ich das danach aufgenommen, weil das mit dem deutschen Setting mir eine Spontanaktion eigentlich war. Mayor Gang Incident, okay. Da fahren wir hin. Es sind auch schon andere Polizisten auf dem Weg. Man hört sie hier irgendwo in den Gassen. So. Vorsichtig an der Kreuzung, vorsichtig. Oh, das ist auf der Baustelle. Okay, da gehen wir schon mal in First Person, weil wir gleich eine Schießerei. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir gehen auf den Boden. Wir gehen auf den Boden und holen Verstärkung. Okay. Oh Gott, rammen Sie mich doch nicht. Ah, ich hab keine Deckung. Ich hab keine Deckung. Ich hab keine Deckung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir gehen mal hier hinter unsere Tür. Die uns null Schutz bringt. Okay. Zweimal Kopfschüsse verteilt.
Scheiße. Da hinten ist einer dahinter. Ja. Zeigt sie, Alter, wir sind hier viel zu viel. Nehmen Sie mal aus dem Weg, die Zielentdeckung. Okay, ich glaube, es hat sich alles erledigt. Oh, es wird doch geschossen, es wird doch geschossen. Ist er tot? Ja, ich glaube, der ist tot, ja. Okay. Wir haben eine riesen Crime-Scene. Oh Gott. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Krankenwägen. So. So, wir nehmen mal die Waffen hier, wir beschlagnahmen die mal alle. Und das Blut auf unserer Uniform, ist aber scheiße. Alle, wir haben es hier verteilt, die sind ja mega weit gespreadet hier. Denn das ist ja auch, das ist eine Waffe sogar. Oder? Ne, das ist keine Waffe, das ist so ein Kabel. Okay, never mind. Na, hier ist auch ein Toter, aber ich glaube auf Seiten der Polizei haben wir niemanden verloren. Müssen wir gleich mal in unseren Autos gucken, ob da was ist. Da kommt schon die Kranken... Ah! Was haben die Krankenwägen mit... Ah! 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 Was haben die Krankenwägen immer mit mir? Krankenwägen sind schwul und scheiße. Was ist größter Feind, die Krankenwägen? Selbst in der Schießerei, ja. Selbst in der Schießerei. Guck mal, wie sie alle hier ihre roten Jacken anhaben, ey. Die Deutschen. So. Wir holen uns ein Auto. So wie immer. Ja, wie sie es anhört. So. Achso, wir fahren ja nach Verkehrsregeln. Ja, okay. Dann fahre ich ab jetzt wieder ab nach Verkehrsregeln. Oh, wir haben Possible Hooker. Nee. Guck, das ist mach mal eben hier Blaulicht an. Und checken mal, wem das hier gehört. Also das ist ja hier... Na, ist da eine License Plate? Ist da ein Nummernschild hinten dran? Ja, aber das kann man nicht lesen. Dann stellen wir das eben auf. So. Ich hätte mal gerne, dass sie ein Nummernschild prüfen. Oh Gott, kann ich überhaupt lesen? Meine Augen sind ja schon alt. So, 6-4. Dreimal... Nee, zweimal B. G, zweimal B. 8. 2-8. Ich hoffe, ich habe es richtig gelesen. Beggar registered to Gordon Palmer. Insurance status insured. Okay, versichert ist er anscheinend. Hm, den Eigentümer finden wir aber hier nicht, oder? Nee, dann schleppen wir ab. Hm. Hoffentlich ist dem nichts passiert. Dann fahren Sie ruhig weiter, aber fahren Sie mal bitte nicht in die Karre. Gut, wir speichern unsere Karre, by the way, mal. Hier unten. Also, wir fahren mal auf die Seite. Safe Vehicle. Und gehen dann wieder zurück auf Fix Vehicle, weil wir dürfen eh einmal reparieren, aber ich glaube, wir haben eh... Ja, jetzt dann hier, fahr ich auf dem Gehweg. Mein Gott. Fahren Sie weiter, komm. Genau. So, da ist schon der Transporter. Okay, ich glaube, wir müssen dem nicht mehr begleiten. Wir können jetzt weiterfahren. So und so. Ah, deutsches Setting ist schon nice. Deutsches Setting ist cool. Das zwiebelt. Oh, wir haben Stolen Truck. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. So. Oh ja, nee. First Person ist scheiße bei dem Auto. Wir können deutsches Setting eigentlich nur mit Third Person fahren, weil die ganzen Windschutzscheiben total behindert aussehen. Aber gut. Wir haben einen Einsatz. Wir dürfen hier drum rumfahren. Ist ja nicht so, dass wir es auch sonst anders machen würden. Okay, da hinten ist er. Wir holen uns Ground Patrol. Ja, okay, wie macht man eine Verfolgungsjagd in Deutschland? Ich würde sagen, verfolgen, bis der Sprit ausgeht, ja? Das ist so die Strategie. Mehr machen, macht man ja nicht. Ich kann mache aber mal mit dem Wasser auf, solange wir den verfolgen. So, Herr Fanzurich Wetter, Herr Kollege. Achso, warte mal, wir müssen mal eben die Zeit auf 12 Uhr machen. Oh, nicht auf nachts, auf 12 Uhr. Oder 11 Uhr meinetwegen. Weil das sieht irgendwie am besten aus. Passt am meisten zu Deutschland, finde ich. Weil Nacht sieht zu sehr amerikanisch aus, irgendwie, finde ich. So, steigen Sie bitte aus. Oh Gott. Und auf der Erde so viel Verkehr. Ey,
Würden Sie bitte aussteigen? Oh, oh, ich hänge ganz dämlich. Hören Sie mal aus. Ey, ich hatte ein Wörtchen mit Ihnen zu reden. So. Nehmen Sie mal. Ey! Gehen Sie auf den Boden. Und Sie auch. Ja, okay, da kümmern Sie sich um die Kollegen. Gehen Sie auf den Boden. Heute habe ich es aber hier. Jetzt, nein, Sie gehen nicht weg. Sie gehen schön auf den Boden. Heute habe ich es echt mit Autos, ne? Heute ist wieder so ein Tag. So, komm. Sie sind festgenommen, weil sie probiert haben, mich umzubringen oder so. So. Dann fahren wir unsere Karre mal auf die Seite. Nicht hinten, nein, 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 sie steigen da nicht. Der lebt noch, okay, perfekt. So. Wir parken den mal kurz hier. Oh, scheiße. Okay, das bezahlt unsere Polizeiwache. So. Okay, dann, damit wir den Verkehrsfluss hier nicht behindern, wir schleppen... Alter, what the fuck? Alter! Ah! Aua! Nein, nicht der Bus! Nein! Ah! Nein, der Bus beruhigt sich jetzt. Der Bus beruhigt sich. Nein, der Bus beruhigt sich. Der Bus beruhigt... Okay, warte mal. Ey, gehen Sie mal auf den Boden da. Der Herr ist tot. Okay. Wir schleppen einmal hier ab, holen hier für einen Rettungswagen und... Euren Rettungswagen. Für Sie brauchen wir noch einmal einen Transporter und für Sie brauchen wir einen Abschlepper und für den hier brauchen wir auch einen Abschlepper. Mein Gott, ey, was hier an der Kreuzung abgeht, ist echt nicht normal. Ey. Meine Fresse. Alter, ist nicht normal, was hier abgeht, ne? Es ist nicht normal. Ey, die hat ja noch die amerikanische Textur. Nee. Sie dürfen hier aber eigentlich nicht agieren, ja? Oh, Shots fired an Officer. Okay, da müssen wir kurz hin. Das ist wichtiger hier. Wir haben ja eh fast alles abgeschlossen. Wir haben einen Satz. Shots fired at Officers ist ein bisschen wichtiger als der Kindergarten da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Mein LSPD war es gecrashed. Oh. Na gut, Leute. Wobei, können wir das noch machen? Ist der Einsatz vielleicht noch... Ist er schon aufgebaut worden? Hm, naja. Naja. Okay, gut. Ich würde sagen, ich mache mal Pause. Unser Einsatz, unsere Schicht ist beendet. LSPD FA crasht manchmal leider. Das ist noch nicht wirklich so stabil, das Game. Vor allem nicht mit den ganzen Mods und so. Das kommt halt vor, dass, ne, auch wenn das bei euch vorkommt, das ist nichts Außergewöhnliches, dass das einmal hin und wieder mal crasht. Und so auch heute. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach in der weiteren Folge von LSPD FA. Morgen kommt, wie gesagt, eine etwas andere Edition. Vom amerikanischen und übermorgen geht es dann weiter mit dem deutschen, zumindest geplant. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag noch und ich hoffe, euch gefällt das deutsche Setting. Mir gefällt es auf jeden Fall viel mehr als davor, weil das dieses Mal wirklich ernstes deutsches Setting ist, mit allen Sachen ersetzt und so, und es ist einfach besser. Ja, besser als das andere. Jetzt gefällt es mir auch gleich dreimal so viel. Naja, ich rede nicht mal lang weiter. Ich würde sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge von LSPDFA. Bis dahin, haut rein, mach's gut. Ciao.